Junge, 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 ist es heiß heute. Aber eins sage ich euch, wir können bei minus 20 Grad draußen in der Kälte biwakieren. Aber wir können auch bei plus 30 Grad draußen fettes Feuer machen und lecker kochen. Und wenn ihr mitschwitzen wollt, dann bleibt dran. Ahoi Leute, ich bin Atze, der Buschpirat. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier mit mir im Piratennest bei sommerlichen 30 Grad. Ich habe einen netten Abonnentenkommentar bekommen. Hallo lieber Atze und Community, kann mir mal einer beantworten, warum keiner das Primus Edelstahl-Kochset besitzt? Habe noch nie von irgendwelchen Bushcraftern gehört, die dieses Set benutzen. Ragnar, vielen Dank für deinen Kommentar. Und ja, ich muss auch sagen, ich kannte dieses Kochset von Primus nicht, aber wie ihr wisst, koche ich ja unglaublich gerne draußen und ja, habe dann natürlich gleich mal nachgeschaut, ja, was es denn mit diesem Kochset auf sich hat. Bin dann fündig geworden beim Uli Dehler im Spezialdepot, Grüße Uli, und er war so freundlich und hat mir dieses Kochset zur Verfügung gestellt, dass ich das einfach mal testen kann, weil ich auch in den Sommermonaten noch nach Italien fahren werde zum Campen mit der kompletten Familie, so eine Woche über dem Lagerfeuer kochen, und da ist so ein Kochset einfach super gut. Wenn ihr das Spezialdepot vom Uli noch nicht kennt, kann ich euch empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Er hat tonnenweise Outdoor-Artikel und vor allem, ich werde da mal so einen speziellen Link unten reinpacken. Der Uli hat so eine Reihe mit Eigenentwicklungen von dem eigenen Messer, was er gebaut hat, bis zu diesem Paddock-Shelter-System. Erkennt ihr vielleicht ja, dieses neue Moskitonetz, was ich da zum Übernachten im Wald nutze. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzuschauen, weil das sind Dinge, die bekommt ihr nur beim Uli. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihn einfach an. Chefsache, er antwortet dann auch. Also Uli, dann nochmal vielen lieben Dank für dieses Kochset. Und der Uli war noch so nett und hat hier noch Currywurst aus der Dose mitgeschickt. Das ist ebenfalls ja, eine Eigen, in Anführungszeichen, Entwicklung von ihm. Gerade auch für die Prepper vielleicht ganz interessant. Haltbare Sachen, lecker gekocht. Da gibt es auch eigene Videos vom Uli darüber. Die werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Wir werden das Kochset jetzt heute im Piratennest mal testen. Wir werden diese leckere Currywurst machen und noch so Gemüsespaghetti aus Süßkartoffeln und festkochenden Kartoffeln. Ja, und zu diesem leckeren Essen fehlt natürlich auch noch was zu trinken. Mit einem neuen Video bei Matze auf dem Kanal. Looking out the window, reflecting who I am. No one ever stopped me, not even Uncle Sam.
Man muss aber sagen, Uli, deine Currywurst, also ich finde sie echt lecker. Ich muss jetzt zugeben, ich kannte sie ja schon, war ja nicht so mein erstes Mal probieren. Kannst du noch nicht. Also für so eine Dosenwurst. Ich finde die echt gut. Ich finde die echt cool. Ich hätte mir gewünscht, dass die Wurst, die da drin ist, ein bisschen mehr gebrutzelt ist. Angebraten. Und ich mag halt eigentlich lieber rote Currywurst. Also ich bin so ein Rot-Currywurst-Esser eigentlich. Deswegen ist so eine weiße Wurst für mich immer weniger geil, aber es ist für eine Dosenwurst. Und vor allem mit dem Kümmel da drin, der ist mir erst nach der Hälfte aufgefallen. Okay. Es gibt im Ganzen so eine wirklich runde Sache, so finde ich. Ja. Und hier, schaut, das ist einfach geil. Zack. Fest. Und bei den Deckeln genauso. Ja, das ist echt cool. Ja. Ist das Lederding dafür gedacht, dass man das irgendwann auch wegmacht? Oder nee, ich glaube, das ist einfach zum Halten. Zum Halten, ne? Hier, cool. Die schönen Ausgussöffnungen. Bei beiden Deckeln. Ja, und so. Der Topf mit dem Ausstellgriff, das ist halt schon auch geil. Genau, das ist der kleine Topf. Hier mit dem Ausstellgriff hier. Ja, da geht locker 1,5 Liter rein oder so, ne? 1,8. Ja. 3. Okay. Nudeln, Gemüse, Wurst. Wurst. Und diese Edelstahlpfanne muss man vielleicht erwähnen, die hat unten zur besseren Leitfähigkeit einen Aluminiumboden. So Leute, wir haben jetzt hier lecker fertig gegessen. Sigi, dein Fazit zu dem Kochset? Willst du was dazu sagen? Naja, das, was ich als erstes gesehen habe, ist super verarbeitet, hat kleine Features wie diese Aufstellbügel, dass sie nach oben bleiben, ne? Also, dass sie nicht heiß werden, dass man sie auch anfassen kann. Die Ausstellgriffe sehen cool aus, diese kleinen Lederbändelchen und so. Verarbeitet ganz gut. Ich muss auch sagen, also das Kochset ist absolut hochwertig. Also ich bin nicht so ein Spezifikationen-Runter-Beta. Bei mir geht es darum, das Ding muss man mal anfassen, das muss man mal nutzen, da drin muss man mal kochen, um einfach die persönliche Erfahrung einfach auch wiederzugeben. Es ist sehr, 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 sehr hochwertig, also dem Preis denke ich auf jeden Fall gerecht. Und, und wie der Sigi schon gesagt hat, es sind diese kleinen Features, wo man wirklich merkt, das hat jemand entwickelt, der wirklich auch selber draußen kocht. Ja. Und das ist oft bei solchen Gegenständen, wo du dir denkst, mein Gott, was ist denn das für eine Funktion oder warum haben sie die einfache Funktion nicht eingebaut? Von dem her bin ich echt von dem Set auch sehr angetan, also ich finde das echt super. Okay, wenn euch dieser kleine Exkurs in das Primus Kochset Large, Größe groß, gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Schaut hier beim Sigi, beim Bierlieferant, mal vorbei. Er hat eine vorzügliche Bierauswahl getroffen. Vielen Dank. Auf den Uli. Dafür. Ne? Auf den Uli. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao. But nothing ever stopped me.